Ich sehe hier gerade, wie Jo Olli Kinder mit Flirt-Coaching abzockt. Der Titel ist so falsch, weil dieser Typ ist ja dafür bekannt, ein richtig ekliger Typ zu sein, der dauernd Frauen auf übelste Weise eklig anspricht und in der Hoffnung irgendwie mal Erfolg bekommen. Hier und da schafft das auch mal. By the way, hier, zack, Leute, abchecken sofort. Sau cooler Kanal. Genau, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ich bin gespannt, aber boah, das Thema, das ist schwierig. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Wir gucken rein. Yo, Freunde der Flirts, kennt ihr noch Jo Olli? Ihr wisst schon, Young Alpha, den krassesten Rapper Deutschlands. Immerhin dürft ihr eine Sache nicht vergessen. Seitdem Young Alpha sein erstes Album veröffentlicht hat, ist von Kollega gar nichts mehr gekommen. Ich denke mal, die Geschichte von Young Alpha muss ich euch halt nicht mehr erklären. Der Typ hat hier halt früher Kissing-Pranks und sowas hochgeladen mit Minderjährigen, wo er den auch an den Hintern gegrapscht hat. Er wurde dann irgendwann von YouTube auch für diese Pranks für immer gesperrt, hat angefangen auf Snapchat aktiv zu sein, ist dann... Ich finde sogar, wenn nicht mal Minderjährige involviert wären, allein so YouTube-Content zu machen, wo man dauernd zeigt, wie man Frauen aufreißt oder so, irgendwie, vor allem halt die so versteckt filmt und so, irgendwie, keine Ahnung, auch wenn es wirklich oft nette Menschen sind, die das machen, auch wirklich cool drauf sind und so, immer irgendwie, ich kann mir das nicht angucken, ich finde immer so, weil es immer so eine, so ein Ticken zu Belästigung. Nur weil es klappt, dann keine, aber wäre die Frau einfach gar keinen Bock gehabt, ist einfach nur belästigend gewesen. So, boah, was quatscht mich der Typ da voll und labert und fragt, ob er mich küssen darf. Was soll diese dumme Scheiße da? Also, Wegen seinen ganzen Sexgeschichten mit Minderjährigen auch in Untersuchungshaft gelandet, weil er wohl mit einer 13-Jährigen geschlafen hat. Als er dann wieder rausgekommen ist, hat er jetzt angefangen, als Young Alpha ein wenig Musik zu machen. Das Ganze sogar relativ erfolgreich. Ein paar Tracks von ihm haben sogar über 1 Million Streams. Natürlich... Warum? Das ist, weißt schon, ich meine, ich will nicht so auf man will sich ja gar nicht so reinsteigern mit so neidisch sein und sagen so, warum kriegt das jemand und nicht jemand, der wirklich künstlerisch Talent hat, also Musik zu machen. Ich kann keine Musik machen, dass ich so viel Aufrufe nicht habe, ist logisch, wenn ich Musik machen würde. Da traue ich mir zu, dass vielleicht ein paar sich anhören, einfach nur so, weil sie neugierig sind, das war's dann. Aber 3 Millionen Streams bekommst du nur hin, weil Leute das wirklich sich gern anhören. Also immer wieder und immer wieder anhören. Warum? Warum? Aber by the way, alle hier, die im Chat dabei sind und ach, auf YouTube in den Kommentaren bitte, schreibt mal rein, könnt ihr Kunst vom Künstler fernhalten oder ist für euch der Künstler irgendwie auch wichtig? Also zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich mag den Song, der Künstler ist zwar ein Arschloch, ist mir egal, der Song an sich ist trotzdem geil, ich höre den gerne. Oder könnt ihr das nicht? Seid ihr eher so, es gibt zwei Arten von Menschen, die sagen so, nee, ich weiß, der Typ ist voll asoziale Penner. Ich kann die Musik nicht mehr feiern. So, also welche Art von Menschen seid ihr da? Das würde mich mal interessieren, wie ihr da so ungefähr tickt. So, Künstler wichtig oder das Werk zählt mehr? Künstler oder Werk? Aber reinschreiben. Reicht das einem erfolgreichen Geschäftsmann heutzutage nicht mehr und so hat er die JA Academy aufgemacht. Eine Internetseite, bei der man 6 Coaching-Pakete kaufen konnte, denn diese Seite ist gar nicht mehr online. Dankeschön an Luki! Schrafft! Allerdings habe ich hier einfach mal den Selbsttest gemacht und mir 2-mal das Coaching-Paket 1 geholt, um zu schauen, inwiefern sich das Ganze unterscheidet. Spoiler, nicht wirklich stark. Auf jeden Fall soll man hier lernen, wie man erfolgreich mit Frauen flirtet. Willkommen bei der JA Academy. Ich biete Ihnen hier meine Coaching-Dienstleistung an. Sei es ein individuelles Coaching, um zu lernen, wie man erfolgreich mit seinem Schwarm in Kontakt kommt. Ich weiß nicht. Ich finde, man kann... vielleicht bin ich irgendwie komisch oder so, aber ich finde diese Flirting-Bücher, Videos, Internetseiten, wo man Geld bezahlt oder auch kostenlos zur Verfügung stehen, immer ein bisschen komisch. Irgendwie ist es nicht irgendwie... Ich weiß nicht, ist es nicht irgendwie beschiss, wenn man so... Wie so cheaten, so man hat so ein Erfolgskonzept. Klar, es gibt Menschen, die sind ein bisschen social... Distancing oder wie nennt man das, so ein bisschen so awkward, die können nicht so mit Menschen und so. Und dann bist du halt so ein Mensch. Also ich weiß nicht, so irgendwie käme ich mir voll komisch vor, sowas zu lesen und das dann anzuwenden vor allem. Irgendwie, das ist so, irgendwie ist es komisch und vor allem so, wie man erfolgreich seinen Schwarm kennenlernen kann. Für mich ist sowas erfolgreich, so ein Wort benutzt sich, wenn man sagt, wie man erfolgreich sich einen Kanal aufbaut, wie man sich erfolgreich ein Unternehmen aufbaut, wie man sich erfolgreich seine erfolgreiche wird, seine Kunst auszuleben, irgend sowas, aber erfolgreicher wird, Frauen kennenzulernen. Hä? Das passt für mich gar nicht so. Geh mit deinen Freunden aus, unternimm was, du lernst immer wieder Menschen kennen. Manche findest du scheiße, manche verliebst du dich, manche lieben wiederum dich nicht, manche bist mittelmäßig, du hast hier deine Freunde und da deine Freunde. Lass das Leben dich mitnehmen, mach was, aber erfolgreich, ich weiß nicht, irgendwie ist das komisch.
Vielleicht bin ich auch irgendwie blauäugig und irgendwie dumm oder hab irgendwas gar nicht verstanden oder so. Vielleicht kenne ich die Welt einfach auch nur nicht. Ich habe noch nie so ein Buch gelesen, muss ich dazu sagen. Also für mich ist, klingt das total weird und eigenartig, aber ja. Ich kann mal reinschreiben, was eure Meinung ist. Ben Jonas, Dankeschön! Dankeschön! Super lieb! Oder wie man erfolgreich in Social Media gut ankommt. Lass uns doch mal kurz drüber reden. Also ein Jo Olli, die wahrscheinlich meistgehasste Person im Internet, möchte uns mit diesem Coaching zeigen, wie man auf Social Media erfolgreich und beliebt wird. Okay, Digga. Für all das biete ich hier meine Coaching-Dienstleistungen gleich unter mir aufgelistet an. Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann lassen Sie sich noch heute von meinen Coaching-Kenntnissen überzeugen. Da sind mehr Rechtschreibfehler drin als in meinen Texten, aber okay, dann gucken wir uns doch einfach mal die 6... Oh, echt? Legasiniga, ich probier's. Dann lassen Sie sich noch heute von meinen Coaching... Schreibt man das so? Ich glaube, ich kennt... Kenntnissen überzeugen. Gut, eigentlich könnte man das zusammenschreiben, beziehungsweise oder einen Bindestrich rein und Kenntnisse dann groß. Aber ja, okay, überzeugen. Ich meine, Legasthenia, ich sehe Fehler immer nicht. Für all das, was schon, vor Ideas, was schon, biete ich hier mein, ich fall gleich vor Lachen vor dem Coach. Also, aber irgendwie ist es auch komisch aus dem Wort. Wie schreibt man Coaching wirklich? Schreibt was anders? Machst du gut, CEO. Also war mal das Schlimmste, wenn meine Lehrerin früher mal zu mir meinte, mal so Text zurück, 3 Fehler sind drin, findest du. Und ich bin so, ich schaff das nicht, ich kann das nicht. So, ich bin Legastheniker, ich sehe es nicht, ich kann das nicht finden. So, egal, wir schauen weiter. Schauen wir uns doch einfach mal die 6 Pakete an, die man sich auf der Seite kaufen konnte. Coaching Paket 1 zeigt uns, wie man Frauen auf der Straße ansprechen kann. Und das Ganze für gerade mal... Das Bild allein wieder... Für gerade mal 100 Euro. Dafür bekommt man noch innerhalb von einem Monat auch 3 ganze exklusive Videos, die auf einen selber zugeschnitten sind, zugesendet. Schon hier wurde ich ehrlich gesagt so ein bisschen stutzig, denn ich habe mich wie gesagt einfach mal mit 2 Accounts auf der Seite angemeldet und nirgendwo musste man irgendwelche Daten von sich eingeben, also nicht wie alt man ist, was man genau damit erreichen möchte, wie man bei Frauen generell ankommt, wie man aussieht oder sonst irgendwas. Also wie willst du denn individuell auf eine Person eingehen, wenn du gar nicht mal weißt, was die Person überhaupt so macht oder wer das überhaupt ist? Das geht nicht. Sonst, wenn man sagt, okay, 3 Videos erstellt für eine Person, 100 Euro kostet das, würde ich sagen, ja, das ist für manche Künstler sogar ein sehr günstiger Preis, weil 3 Videos erstellen extra für einen, das wäre ja so, als würde ich meine YouTube-Videos für 100 Euro an euch verkaufen. So, ich lade 3 Videos hoch, ihr müsst 100 Euro Mitglied werden, dann könnt ihr die sehen. Das ist ja... schon hart krass. Also habe ich mir, wie gesagt, 2 Fake-Accounts erstellt. Das habe ich auch schon 5-mal erzählt. Ich habe übrigens Fake-Accounts gemacht. Einmal den 12-jährigen Lukas, der noch nie eine Freundin hatte, aber relativ hübsch und beliebt ist. Und als den 16-jährigen Matthias aus Recklinghausen. Eine Freundin, zurückhaltend, hat mal von einem Mädel Cola ins Gesicht geschüttet bekommen, ist halt nicht der Hübscheste. Gucken wir doch einfach mal an, was er Lukas im ersten Video so geraten hat. Jo, mein lieber Lukas, erstmal danke fürs... Ah doch, der macht wirklich Videos so. Eine coole Idee, aber die meisten hauen auf die Videos nur raus. Während meines Coachings, wir werden zusammen sehr viel erreichen, auch mehr als du vielleicht gedacht hast, was du erreichen kannst. Okay, das ist ziemlich lustig, denn bei Matthias hast du am Anfang von dem Coaching halt genau das gleiche gesagt. Jo, mein lieber Matthias, ich grüße dich, danke erstmal für den Erwerb von dem Coaching. Ich will dir auf alle Fälle helfen und wir werden auch viel zusammen erreichen. Nein, nein, hat der immer so ein... Gut, halt mich mal zugute. Es wäre auch anstrengend, sich was Neues zu überlegen. Also ein gewisses Skript braucht man schon. Aber es ist ein starkes Ding. Alter Spiel. Von den 12-Jährigen zu raten. Also generell, wo hat die 12-Jährige 100 Euro her, würde ich mich erstmal fragen. So. Das ist schon krass, wenn jemand mit 12 Jahren dir das zuschickt. Du wirst Sachen erreichen, von denen du gar nicht gedacht hättest, dass du die kannst. Aber gucken wir einfach mal weiter. Was rät uns denn der gute alte Young Alpha jetzt so? Das Wichtigste erstmal für das Ansprechen von fremden Frauen auf der Straße oder fremden Mädchen ist, dass du selbst an dich glaubst. Du brauchst Selbstbewusstsein. Sprich am besten so Mädchen, Frauen auf deinem Niveau an. Boah! Was kommt der nächste Tipp? Hey! Wichtig ist, wenn du Depressionen hast, du musst an dich selbst glauben und glücklich sein. Einfach, du musst glücklich sein, dann können Depressionen gar nicht entstehen, wenn du glücklich bist. Ja, wow, Alter, ich muss an mich selbst glauben und mich trauen, hätte ich nicht gedacht. Mein Tipp ist eher, du bist 12 Jahre alt, du brauchst noch gar keine, also sprich keine Mädchen an auf der Straße. So, genieß deine Kindheit. Einen 12-Jährigen sowas zu raten, ist auch irgendwie so, hey, du bist 12, so. Ganz ehrlich, als ich 12 war, da habe ich Pokémon-Karten gesammelt. Oder habe ich schon Yu-Gi-Oh? Nee, habe ich schon Yu-Gi-Oh gesammelt. Ja, da hat ein Kollege von mir tatsächlich das linke und rechte Bein von Exodia gehabt. Und ich war so, krass, ich kenne keinen, der Exodia-Teile hat.
Starkes Ding, Alter. Krass, Digga, das hat gerade wirklich meine Welt verändert. Vor allem, was hast du im Coaching-Video von Matthias gesagt? Das Wichtigste beim Ansprechen ist, sage ich dir jetzt ganz persönlich unter uns, ist einfach Selbstbewusstsein und dass du dich das traust. You don't say! So unter uns. Digga, das hast du doch zu jedem gesagt, oder nicht? Er geht mit mir halt genauso um wie mit den Frauen. Ich will aber auch erstmal sozusagen ein kleines Profil von dir haben für mich selber. Ich will wissen, wie alt bist du, woher kommst du, wie siehst du aus, was machst du so, wie viel Erfahrung hast du mit Mädchen oder Frauen. Jetzt soll ich Ihnen per E-Mail diese ganzen Informationen senden, aber wäre es wie gesagt nicht klug gewesen, sowas mal vorher zu machen? Ich meine, ich zahle für dieses Coaching, also für 3 Videos, 100 Euro und im ersten Video kannst du einfach faktisch gesehen nicht auf mich eingehen. Das heißt, ich werfe quasi 33,33 Euro das Klo runter, bis du dich überhaupt im Ansatz mit mir beschäftigen kannst. Das ist meiner Meinung nach schon relativ dreist, oder nicht? Genau die gleichen Infos wollt ihr natürlich auch im anderen Video, aber das erspare ich euch einfach mal. Direkt die erste Aufgabe, nachdem du das Video heute siehst oder wenn du es heute Abend siehst, dann geh direkt morgen raus und rede mal, wenn es auch nur ganz kurz ist, mit einem Mädchen. Ja, Leute, geil, Alter. 100 Euro ausgegeben, damit mir Young Alpha, der Echte, sagt, dass ich rausgehen soll und einfach mal Frauen ansprechen. Warum genau habe ich jetzt dafür Geld ausgegeben? Was Matthias wohl jetzt für eine Aufgabe bekommt? Geh sofort heute noch raus. Aber heute, nicht morgen. Beim einen war morgen. Also, er hat da schon Individualität drinnen so. Der geht schon, beim einen war er so, nee, der ist 12, der braucht noch einen Takt zum Rüberpennen. Der andere ist 16, dem traue ich zu, jetzt sofort. Das ist ein riesen Unterschied, Leute. Also, ich muss sagen, Tim, lass mal Olli in Ruhe, der ist super. Und sprich die erste Frau oder das erste Mädchen an, je nach deinem Alter. Wir werden ja noch genauer auf dich eingehen. Wow, das ist ja zufällig genau das Gleiche. Mensch, da haben die beiden aber auch wirklich Pech, dass sie das Gleiche zugesendet bekommen haben. Die meisten Männer oder Jungs haben einfach Angst davor und das basiert eigentlich auf der Angst davor, einen Korb zu bekommen. Die meisten haben halt so eine innere Angst und die basiert einfach darauf, weil man halt denkt, dass man einen Korb kriegt, oder? Es ist halt wirklich einfach 1:1 das Gleiche. Und dafür habe ich, wie gesagt, einfach 100 Euro bezahlt. Man muss ja einfach mal überlegen. Der Typ hat sich gefilmt, hat aufgehört, ist zur nächsten Wand gelaufen, hat sich wieder gefilmt, hat das Gleiche gesagt und hat das abgeschickt. Warum sagst du da nicht einfach, dass man 4 Videos bekommt und das erste ist so ein Standardvideo, was einfach jeder erhält, weil der Inhalt sowieso der gleiche ist? Hätte dich sowas umgebracht? Nein. Wie gesagt. Hat Kuchen jetzt 200 Euro für die Videos ausgegeben? Ja. Der muss da 200 Euro investiert haben. Aber schon, also Props an ihn. Ich wäre da so am Ende kommt da nichts Geiles dabei rum und dann kann ich nicht mal ein Video dazu machen. Ja gut, dann hätte man erzählen können, das ist ein Scheißdreck und so weiter. Bisher ja, was Jolly sagt, ist so, ja, natürlich, so, darauf wäre ich auch selber gekommen. Dankeschön für die geilen Tipps hier. Ich muss sagen, cool wäre es, wenn man solche Sachen ansprechen würde, wie dass es auch zur heutigen Zeit vor allem auch sehr schwer ist für Männer eben, Frauen anzusprechen, weil es halt eben so Idioten wie ihn gibt, der ganz viele andere Idioten von Männern eben dazu bringt, sehr oft viel Frauen anzusprechen, nur um die ins Bett zu bekommen, halt wie gesagt. Und das macht natürlich Frauen sehr, sehr skeptisch. Das heißt, die normalen Leute, die dann so wirklich aus Interesse dann mal, bestes Beispiel, Skadoshi ist es passiert, der hat mal ein Mädchen gefragt, wie viel Uhr es ist, weil er wissen wollte, wie spät es ist. Nichts anderes. Der wollte nur wissen, wie spät es ist. Weil er hatte kein Handy, war Akku alle. Und er war so, Entschuldigung, kannst du mir sagen, wie spät es ist? Und sie hat gedacht, okay, er will mich angraben. War nur so, ist gegangen. Und er war nur so, er hat nichts gerafft. Er war so, hä? Habe ich was falsch gemacht? Hä? Warum sagt sie mir nicht, wie spät es ist? Und dann erst im Nachhinein war so, die hat gedacht, ich backe die an. So, das ist so eine Technik. So, wie spät ist es fragen? Wenn sie die Uhrzeit sagt, dann hat man schon Kontakt eingetreten, Schritt 1 erfüllt, dann kann ich es nächstes Jahr machen und sagen, so, erklären, wo ich gerade hin wollte, nachfragen, wo sie hin möchte und so weiter. Eieiei. Das kommt alles schrittweise. Am Anfang muss es noch kein großes Gespräch sein. Es kann nur ganz kurz sein. Können nur 1-2 Sätze sein, fertig. Hier sagt er halt auch wieder 1:1 das Gleiche. Ja, nur ein kurzes Gespräch, bla bla bla. 100 Euro. Mehr ist in diesem Video wirklich nicht vorhanden. Er sagt, dass man ihm ein paar Infos geben soll, dass man Frauen ansprechen muss, dass er ein Selbstbewusstsein sein soll und dass ein Wahrscheinlich ist ihr schon ein paar Mal passiert. Ja genau, Schwarzphantom, es ist ihr schon oft passiert und Joshi hat das erste Mal, dass eine Frau das von ihm denkt und hat Joshi die Scheiße ausbaden müssen, was andere Männer verkackt haben sozusagen. Finde ich halt so, kann man nicht dieses Angraben, ich bin immer so die beste Methode,
jemanden anzuflirten, ist doch gar nicht. Man lernt sich kennen durch Zufall, weil das Leben das wollte, dass man sich kennenlernt. Ich habe mein ganzes Leben noch nie eine Frau aufgerissen, angesprochen, sonst irgendwas gemacht und trotzdem bin ich jetzt nicht zu kurz gekommen oder so und bin einsam oder so. Das klappt schon so. Man muss einfach nur Geduld haben, so. Keine Ahnung, dass man mit 15 jetzt schon 4 Weiber geknallt hat, dass das nicht passiert, ist ja klar. Also, und das soll auch gar nicht dein Ziel sein, finde ich. Habe ich sowieso nie verstanden. Also ich glaube, schon ganz früh war ich der Meinung so, ey, ich will einfach nur ein Mädchen kennenlernen, mich verlieben, wenn es klappt, sie heiraten, glücklich werden, so alt miteinander sterben, so dieser Wunsch, ganz viele Frauen mal im Leben gehabt zu haben. Oder eben auch andersrum, Frauen, die sagen, ich will schon eine gewisse Anzahl Männer mal gehabt haben, um zu wissen, wie ist so ein Unterschied, so wer ist gut im Bett und wer nicht und keine Ahnung, um es einschätzen zu können. Und ich bin so, das ist doch so egal, Leute, das ist doch so Wayne. Das braucht, klar, sich ausleben, ich meine, jeder Mensch ist anders, manche müssen sich ausleben, verstehe ich. Aber ich war immer so, das ist doch so ein Bullshit, braucht man das wirklich? Wann hatten du und Carina 2025? Kurzes Gespräch reicht. Und er gibt noch ein paar Tipps wie ja. Sag einfach, dass du es zur Apotheke gehst. Dankeschön an Chris. Medizin für deine Mutter holen. Das Ganze streckt er dann noch richtig schlecht auf 2 Minuten 30, damit das nicht zu kurz ist. Und das war's. Das ist halt das erste Video, was man dazu geschickt bekommt. Vor allem ist die Qualität bei Matthias auch mega geil. Video geschaut hast, sorry wegen des Windes. Jo, Jungs, ich hoffe, die Qualität ist in Ordnung. So ist ja nicht so, dass ich dafür voll viel Geld bekomme. Verlangen. Dankeschön, an Delief fürs Abonnieren. Dankeschön, sehr lieb. Nee, Alter. Hallo, ich bin KuchenTV. Aber gut, ich muss auch sagen, das Video einfach auch in dem Hotelzimmer aufzunehmen oder irgendwo, wo es überdacht ist, wäre auch wirklich zu viel Arbeit. Da kann ich ihn schon verstehen. Ich meine, er packt ja schon sein ultra krasses Handy raus. Was soll er denn noch alles machen? Die zweiten Videos sind natürlich jetzt doch unterschiedlich. Und zwar einfach aus dem Grund, dass ich ihm ja komplett andere Stories gegeben habe. Die habe ich euch am Anfang ja schon eingeblendet. Was rät er denn jetzt den 12-jährigen Lukas? Hi Lukas, also mit 12, so ein Alter berate ich eigentlich gar nicht. Ja. Ist auch nicht, was die Mädchen in deinem Alter da für Erwartungen haben. Die also, das ist ja wohl eine glatte Lüge. Also, das ist doch genau dein Alter. Das wissen wir doch beide, oder? Weiß auch nicht, was die Mädchen in deinem Alter da für Erwartungen haben. Die viele machen da wahrscheinlich. Harter Front. Wahrscheinlich noch gar nichts irgendwie in so eine Richtung wie mit Beziehung oder so. Du könntest es bei etwas Älteren versuchen. Okay, sein Tipp ist jetzt also, dass ich mich an ältere Weiber ranmachen soll, weil die Weiber in meinem Alter wahrscheinlich noch nichts machen. Was? Also mit 12, die Mädchen in deinem Alter, die haben ja gar keinen Bock auf Männer. Grab eine 16-Jährige an. Am besten lügst du einfach so. Sag, dass du auch 16 bist. Ich hoffe, du siehst ein bisschen erwachsener aus. Alter, wenn ich es nicht gerade trinke, haben wir mega verschluckt. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass wahrscheinlich jedes 15-jährige Mädchen davon träumt, Sex mit einem 12-jährigen Kind zu haben, ist Sex mit 12 halt einfach gar nicht erlaubt. Nur mal so nebenbei. Gut, ich meine, dass du das nicht wusstest, dass... Stimmt, die Mädchen würden sich strafbar machen, wenn sie mit ihm schlafen, tatsächlich. Wusste ich schon. Versuchen, das klingt ja alles schon mal gut. Ich würde es aber jetzt nicht bei so jungen Mädchen irgendwie versuchen, selbst wenn du erst in dem Alter bist. Also generell, wenn, dann würde ich vielleicht im Freundeskreis gucken oder wenn ihr euch mal mit einer 1-2 Klassenstufen über euch trefft oder zusammen chillt, dann würde ich da mal mit denen ein bisschen reden. Es ist halt einfach nochmal genau der gleiche Tipp, nur mit anderen Worten. Treff dich mit Älteren und treff dich mit Älteren. Danke, Mann. Das waren die 100 Euro ja direkt 5-mal wert. Ich stell mich gleich wieder an. Dann frag dir doch mal, ob die sich irgendwo nach der Schule treffen wollen, ob die mal zusammen mit dir was machen wollen und dann kannst du paar Sachen vorschlagen. Zum Beispiel, dass ihr spazieren geht am Center oder sowas. Oder dass ihr zusammen Eis essen geht. Oder dass ihr mal zusammen ins Kino geht. Oh, danke. Du nennst einfach die normalen Unternehmungen, die wirklich jeder im Kopf hat, wenn man irgendwie fragt, ob man was machen möchte. Oh, darauf wäre ich alleine nie gekommen. Ins Kino. Oh, es lag mir auf der Zunge, aber ich bin einfach nicht drauf gekommen. Danke sehr. Generell einen Film gucken. Ich glaube, das ist so das Ding fürs erste Date. Gucken, dass die Eltern nicht zu Hause sind und dann einen Film gucken. Du suchst aus, ich kaufe Popcorn. Juhu! Ja, keine Ahnung. Ich finde persönlich Mädchen ansprechen, Dates haben, Partys und so, ganz, ganz lange nichts mit am Hut gehabt. Also ich glaube, da gibt es ein paar Menschen, die sind ganz ähnlich wie ich gewesen, dass man sagt so, früher einfach nur gezockt, ab in die Ausbildung, nach Hause und gezockt, man hat einfach nichts getan.
bei mir ging es eher dann los, als ich 18 war, habe ich mich damals halt eben bei so einem Tanzstudio in Rosenheim angemeldet. Und da kam ich dann zum allerersten, es war Paartanz, also Walzer, Schottischer, Tango und so. Das heißt, man kam damit. Mädchen im gleichen Alter einfach gleich in den Kontakt. Man hat getanzt zusammen und es war natürlich super, weil dann kann man auch quatschen. Dann gab es so Samstag und Sonntag gab es immer, nee, Freitag und Samstag gab es dann immer so Tanzabende von 18 bis 12 Uhr. Da sind einfach alle hingegangen, dann konnte man dort Mädchen auffordern zum Tanzen. Und das war eine super Methode, weil man konnte einfach quatschen, man fordert die ja auf. Nicht, hey, willst du mit mir schlafen, sondern man tanzt ja nur. Und man muss nicht sich lieben, um zu tanzen, man tanzt ja mit jedem. Also hier, da, das hat nichts. Also das ist alles so ungezwungen und schön. Und das war für mich ein super schöner Einstieg, dass ich sagen kann, so, weil dieses Ansprechen auf einer Straße oder irgendwie so, das ist alles so komisch, awkward, war für mich nie was. Aber selbst da, ich habe jahrelang da getanzt, habe dann dort meine erste Freundin kennengelernt und bin dann so reingerutscht. Das heißt, bevor ihr hier nicht 19 seid, braucht hier keine Jungfrau rumheulen, ich bin immer noch Jungfrau oder so, denn das war bei mir nicht anders und ich habe nichts verpasst. Also mein Leben bin ich keine Sekunde zu kurz gekommen, kein bisschen, was das angeht. Also bitte chillt, was das angeht, das will ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Kein bisschen Angst haben oder glauben, ihr seid irgendwie komisch oder eigenartig. Wenn ihr erwachsen seid, gibt es das Wort cool nicht mehr. So cool zu sein, das gibt es nicht mehr. So was ist cool, was ist denn cool sein? Als Erwachsener ist cool, wenn man einfach man selbst ist und halt einfach so ist, wie man ist. So der große Nerd, der Loser ist jetzt, keine Ahnung, Firmenchef oder Abteilungsleiter. Ja, plötzlich nicht mehr so uncool oder was ist ich so. Also das ist so egal. Den Rest von diesem Video hat er mir halt in Teil 2 geschickt, weil er unterbrochen worden ist. Also es wäre ja auch zu viel Arbeit gewesen, diese 90 Sekunden jetzt nochmal aufzunehmen. In den 30 Sekunden sagt er aber auch nichts Neues, sondern wiederholt einfach nur nochmal das, was er im ersten Video gesagt hat. Also nochmal zusammengefasst, der Inhalt von dem zweiten Video, wofür ich jetzt umgerechnet 33,33 Euro ausgegeben habe. Treff dich mit Älteren, treff dich mit ihr alleine und geh in den Park oder ins Zoo, ein Eis essen, ins Kino. Danke, Mann. Einfach danke. Ich meine, jetzt mal Real Talk. Das ist halt dreist. Also das ist halt Real Talk, einfach dreist. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Ich meine, dass Jo-Olli jetzt kein ultra krasses Coaching bringt, wo er sich mit dir trifft und alles an so eine krasse Tafel schreibt, das war mir schon vorher klar. Aber was er da zusammengestellt hat für, wie gesagt, 100 Euro, ist halt wirklich mehr als Abzocke. Das Matthias-Coaching hat er sogar genau an der gleichen Location direkt aufgenommen. Und naja, das geht auch nur 1 Minute 40 oder so, aber was will man für 33 Euro auch heutzutage erwarten? Ich meine, Inflation und so weiter. Das sind auch nur 66 D-Mark, Leute. Am Anfang geht es erstmal um die Sache, wo ich ihm oder 70 Milliarden Reichsmark geschrieben habe, dass mir ein Mädel mal Cola ins Gesicht geschüttet hat. Diese eine Sache da mit der Cola, das kannst du vergessen. Das war einfach Pech. Das passiert vielleicht einmal von 300 Mal oder. Ist das so? Einmal von 300 Mal? Dann traue ich. Also, uff. Ich meine, das ist zwar zugegebene Chance von 0,33%, dass es passiert, aber wenn so ein Barney Stinson pro Woche 20.000 Weiber anspricht, dann das ist ein Problem, ne? Also, und ich denke, die nächsten Male wird das nicht mehr passieren, also vielleicht in deinem ganzen Leben nicht mehr, schätze ich eigentlich. Er bezieht sich halt wirklich die ersten 30 Sekunden einfach nur darauf. Das heißt, ein Drittel des gesamten Videos geht einfach dafür drauf, dass er mir sagt, jo, das war Pech, das passiert nicht nochmal. 30 Sekunden. Ich habe jetzt 100 Euro dafür bezahlt, dass der Typ mir sagt, ey, das mit der Cola war nur Pech, das passiert nicht nochmal. Und wenn du sagst, du bist nicht der Hübscheste, dann schau dir halt erstmal ein paar Mädchen an, die jetzt nicht unbedingt so mega hübsch sind. Ach, scheiße, man soll auf seinem Level Frauen ansprechen. Oh, wie dumm. Und ich habe jetzt schon 10-mal Taylor Swift geschrieben. Ich hoffe, du hast die Aufgabe erledigt. Wenn nicht, dann spreche ich auf alle Fälle einmal eine an. Ich hoffe, du hast eine Frau angesprochen. Wenn nicht, dann mach es jetzt nochmal. Die unglaublichen Tipps von Jo-Olli, meine Freunde. Am Ende wiederholt er sich auch hier nochmal und das war das Coaching-Video Nummer 2. Das sieht jetzt für Außenstehende vielleicht so aus, als ob ich zwischendrin halt voll viel Material weggelassen habe. Aber nein, er bespricht seine Punkte wirklich sehr ausführlich. Und mit ausführlich meine ich, dass er es 10-mal sagt. Und dafür habe ich einfach 2-mal 100 Euro bezahlt. Digga, diese Tipps, die du da raushaust, das gibt mir jeder Kollege, der eigentlich keinen Bock auf mich hat, aber irgendwie in der Diskussion gefangen ist, weil der halt zu mir kommen wollte, weil er sich das neueste Spiel für die PlayStation ausleihen will. Ja, stimmt. Ganz genau so war es. Also, so, ja, keine Ahnung, du musst halt schon Mädchen so auf deinem Niveau ansprechen und so. Obwohl ich jetzt sagen muss, also jetzt rein vom Aussehen her, da ist ja Carina 3 Milliarden Level über mir, oder? Also da
Ich finde, selbst der Tipp ist an sich so ein Bullshit, weil es einfach keine Rolle spielt. So. Ich finde, da ist so ein Tipp wie, eine sehr schöne Frau gehört dir nicht allein. Das ist ja mal eine gute Aussage, oder? Oder ein sehr, sehr schöner Mann gehört dir vor allem nicht allein. Jetzt sagt ihr euch bestimmt, naja, okay, aber im dritten Video wird er dir nochmal mega heftige Tipps geben. Er hat sich vorbereitet, langsam angegriffen und jetzt schnappt er zu. Ja, könnte man meinen, allerdings habe ich das dritte Video nicht erhalten. Weder mit Lukas noch mit Matthias. Und die Webseite ist auch down und ich habe auch mit beiden Accounts geschrieben, wo das dritte Video denn bleibt und habe auch keine Antwort erhalten. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Abzocke ist, ne? Aber es ist einfach die Definition von einer Abzocke. Einfach komplett, zu 100%. Er hat abkassiert, hat keine Arbeit geleistet, meldet sich nicht mehr, hat die Website offline genommen. Die Frage ist halt jetzt, warum hat er das getan? Hat er gerochen im Braten so? Ich glaube, irgendwas ist hier... Oder hat er irgendwo Probleme gekriegt? Weil warum sollte man eine Website down nehmen, wo das Geld gut reinkommt? Young Alpha, der Ehrenmann, meine Freunde. Vor allem mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass dir einfach ein 12-Jähriger schreibt, dass er den Flirt-Coaching für 100 Euro per PayPal gekauft hat, du selber in diesem Coaching-Video sogar sagst, ja, das ist nicht mein Alter, keine Ahnung, was man da für Tipps geben kann, aber anstatt auf die Idee zu kommen, zu sagen, yo, ey, du bist 12, sorry, so junge Leute coach ich einfach nicht, weil das wahrscheinlich nicht mal rechtens ist, denkt er sich so, nee, Digga, ich behalte das Geld und sag einfach, geh mit ihr ins Kino. Und sprech Ältere an. Also so dreist, seine Zuschauer abzuziehen, weil in dem Moment musst du ja davon ausgehen, dass das halt Fans von dir sind, ist halt wirklich mehr als dreist. Generell diese ganze Academy. Ich meine, wenn du schon so ein Flirt-Coaching machen möchtest, dann ist das ja an sich in Ordnung. Aber du hast mir 2 Videos gesendet, die insgesamt 4 Minuten gegangen sind. Für 4 Minuten Material, wo du die ersten 2,5 Minuten quasi zu jedem geschickt hast, sind niemals im Leben 100 Euro wert. Dann setz dich doch wirklich mal ein bisschen damit auseinander. Das war halt einfach nur mal wieder eine Seite, wo er einfach nur das schnelle Geld gesehen hat. Zuschauer abzocken, die dir aus welchem Grund auch immer noch hinterherlaufen. Und das ist wirklich mehr als dreist. Die restlichen Pakete auf der Seite sahen so aus. Das zweite Paket kostet 50 Euro. Und naja, da gibt es halt einfach ein Telefonat, wo du mit ihm telefonieren kannst und er beantwortet dir halt alle möglichen Fragen. Dafür möchte er halt wirklich 50 Euro. Wie lange das Gespräch stattfindet oder wann überhaupt, wurde hier auch nirgendwo erwähnt, um ehrlich zu sein. Beim Coaching 3 und 4 geht es halt darum, wie man die Liebe seines Lebens von sich überzeugt. Eins für Männer, eins für Frauen. Obwohl es auch das gleiche ist, also da hätte man noch einfach ein Paket für machen können. Was soll ich dazu sagen? Also wenn die Tipps genauso sind wie bei dem anderen Flirt-Coaching, dann aber gute Nacht. Das fünfte Paket ist gar kein Coaching, da bekommt man nur eine Videobotschaft gesendet, die sehr umfangreich ist. Was umfangreich jetzt genau bedeutet, wurde auf der Seite halt auch nie wirklich erklärt. Und im sechsten und teuersten 250 Euro Coaching-Paket bekommt man für 250 Euro 4 individuelle Videos und ein Telefonat pro Woche, um auf Social Media, also Insta und YouTube, bekannt zu werden. Warum das Ganze komplett individuell ist, verstehe ich halt auch nicht so ganz. Ich meine, es gibt halt einfach standardmäßige Punkte, die man einfach einhalten muss und das ist bei jedem so. Aber okay. Nicht unbedingt. Bei Social Media, wenn du da, der eine zum Beispiel will erfolgreich werden mit Musik, der andere mit Bildern und der andere mit Videos, mir fällt mir nicht ein, dann gibt es ja verschiedene Methoden oder halt verschiedene Dinge, auf die man achten muss. Nee, schon unterschiedlich. Welche Social Media vor allem? Aber egal. Lassen wir das einfach mal. Wird wahrscheinlich wieder eine Abzocke sein und jeder kriegt genau die gleichen Videos gesendet. Vor allem auch lustig, dass Jo-Olli ja selber nicht mal auf YouTube bekannt ist. Also möchte dir jemand, der gesperrt ist und hier gar keine Videos machen darf, dir zeigen, wie du auf YouTube bekannt wirst. Das hat ja bei dir schon sehr gut geklappt auf jeden Fall. Generell habe ich von dieser Seite natürlich absolut nichts gehalten. Der Grund, warum Jo-Olli halt Weiber klärt, ist halt einfach seine Reichweite. Das ist halt wirklich wahrscheinlich einfach alles. Und vielleicht die Naivität von irgendwelchen jungen Menschen. Trotzdem ist er halt bei weitem nicht in der Lage, anderen Menschen zu erklären, wie man halt Weiber klärt. Und man hat es ja auch im Coaching gesehen, dass da wirklich gar nichts bei rumgekommen ist. Dass ich dafür 200 Euro ausgegeben habe, ist halt schon dreist. Und deswegen habe ich auch den PayPal-Käuferschutz aktiviert. Die Tipps, die ich da halt bekommen habe, sei selbstbewusst oder verwickle sie in ein Gespräch, bekomme ich halt in jedem YouTube-Video, wo es sich um das Thema Flirten dreht, einfach kostenlos. Und ein Jo-Olli wollte dafür halt 100 Euro haben. Vor allem vom Social Media. Ah, dann hat der das Geld zurückgezogen von PayPal. Das kann man bei PayPal ja machen, gell? Dass man einen Käuferschutz aktiviert und halt das Geld dann zurückzieht, falls es nicht klappt. Ah, starkes Ding, starkes Ding. Also, Win-Win-Situation. Media Coaching würde ich wirklich die Finger lassen, denn dafür gibt es ja den Kanal Erfolgreiches Denken. Die besten Tipps, um auf YouTube und Co. erfolgreich zu werden, gibt es halt einfach im Internet. Da gibt es einfach viele einfache Dinge, an die man sich zu halten hat. Und da bringt es auch nichts, sich so ein Coaching zu kaufen. Wenn du halt der komplette Depp bist, dann bist du auch mit den besten Tipps ein kompletter Depp. Da ändert sich nichts dran. Insgesamt ist das halt einfach nur eine komplette Abzocke von Jo-Olli. Die Seite ist ja... Zio, hast du Onlyfans? Ich würde es kaufen. Du kannst mir ja hier einen Euro geben und ein Mod von mir schickt dir den Instagram-Link. Dann
ist es ja wie OnlyFans. Dann kannst du Bilder von mir angucken und hast einen Euro gespendet. Nee, also OnlyFans habe ich nicht. Ja, wie gesagt, halt auch gar nicht mehr online. Also die war, glaube ich, auch nur einen Monat oder sowas verfügbar. Und man hat, wie gesagt, nicht mal das bekommen, was man sich da gekauft hat. Ich persönlich finde das halt einfach super dreist. Ich meine, du hast eh noch kaum wirkliche Fans und die letzten, die Geld für dich ausgeben, werden auch noch so ekelhaft abgezogen. Geht meiner Meinung nach wirklich gar nicht fit. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Bis dann. Okay, thanks, bye. Arschkaltes Video. Dankeschön. Tim, gut recherchiert, geil, dass man das Herz zeigt und so, finde ich super wichtig. Oh Gott, 900.000 Abonnenten mittlerweile. Tim, auf zu den Millionen bei dir. Like es da. Ich muss sagen, ich habe viel erwartet jetzt, dass die Flirt-Coaching-Tipps von ihm halt sehr, sehr eklig sind. Dabei waren die ja eigentlich vergleichsweise naiv eher. So wirklich so wow, was du... Er hat keine Tipps einfach. Was mich wundert, weil er ja immer behauptet, er wäre so ein krasser Frauenaufreißer. Aber irgendwie, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Mann so ein bisschen auf dicke Hose macht, aber eigentlich viel kleiner ist, als man denkt. Krass, also wirklich. Ich sag nur, hört nicht seine Musik. Lasst es lieber gut sein. Dann bis dann.